Naja, ich war auch überrascht. Mit Marco heute Morgen gesprochen und Marco ist ja, maximal einsichtig. Ist da irgendwann in seinem Leben, um im Thema zu bleiben, falsch abgebogen. Als ganz junger Kerl mit 19 oder aus welchen Gründen auch immer die Entscheidung getroffen, den Führerschein nicht mehr komplett zu machen, sondern ist dann trotzdem Auto gefahren. Ich kann, wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt, denke ich, kann man nachvollziehen, oder da kommt irgendwann der Moment, wo es einigermaßen schwierig ist, als Marco Reus nochmal mit dem Auto in die Fahrschule vorzufahren und zu sagen, so, ich müsste übrigens den Führerschein nochmal machen. Das sind solche dummen Geschichten, wo es irgendwie so richtigen Ausweg nicht gibt, bis man dann ja, sozusagen erwischt wird. Das ist er. Ist auch gut so. Ja. Kriegt dafür eine außergewöhnlich hohe Strafe. Das ist, würde ich sagen, dann auch in Ordnung. Und dann, wenn eine Strafe ausgesprochen ist, sie akzeptiert wurde, in dem Fall bezahlt wurde, dann geht es ganz normal weiter. Marco kennt ihn jetzt seit mehreren Jahren. Er ist mir nicht auffällig geworden als jemand, der häufiger so am Rande der Legalität irgendwas macht, sondern es ist ein ganz, ganz toller Kerl. Und der da einen Fehler gemacht hat, den er selber nicht mehr ausbügeln konnte und wahrscheinlich sonst kaum jemand davon wusste. Sonst hätte man ihn ja beraten können in dem Bereich, wie man das angehen kann. Aber das konnten wir nicht, weil wir es nicht wussten. Jetzt wissen wir es. Aber jetzt ist auch der Strich drunter für uns. Und jetzt geht's ganz normal weiter. Mega Strafe für Reus. Dortmunds Angreifer muss wegen Fahrens ohne Führerschein eine Strafe von 540.000 Euro zahlen. Nach Angaben der Bild geriet Marco Reus im März 2014 in eine Polizeikontrolle und konnte dabei keinen Führerschein vorweisen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass Reus nie eine Führerscheinprüfung gemacht hat. Es sei eine Dummheit gewesen und er habe seine Lehren daraus gezogen, zeigte sich Reus einsichtig. Ja, eigene Schusseligkeit, Doofheit. Also gerade in der Position als Vorbild sollte man sowas eigentlich vermeiden. Gerade weil er noch selber so jung ist und auch immer damit wirbt, halt, dass er ein Vorbild für die Jungen sein soll, finde ich, ist das schon schwer tragbar. Ja, ist auf jeden Fall nicht förderlich für ihn. Ne? Also da wird er sich jetzt einiges gefallen lassen müssen, egal aus welcher Ecke. Also das muss er sich jetzt anhören, ne? Was er da für einen Bockmist gebaut hat. Halt. Also unvorstellbar halt. Das ist halt ein bekannter Fußballer, der sich jetzt auch gerade in den Medien es auch ist. Und ja, man glaubt es eigentlich gar nicht, dass sowas möglich ist. Ja, also für einen Nationalspieler ist das eigentlich sehr, sehr schwach, was er da gemacht hat. Also das finde ich nicht so gut. Sollte eigentlich eine Vorbildfunktion haben und dann solche Aktionen, das über so einen langen Zeitraum. Und das unerkannt zu bleiben, das finde ich noch viel verwerflicher. Jugendlicher Leichtsinn ist es eigentlich schon nicht mehr. Es ist schon grenzwertig. Eine öffentliche Stellungnahme wäre eigentlich angebracht. Ich habe gelesen in letzter Zeit, dass es eine geschlagene Boxer ja, ist in Dortmund momentan. Aber genauso ein geschlagener Boxer, der kann richtig auf die Fresse machen. Ja. Und das ist so. Und Dortmund ganz gefährlich. Die sind enorm Potenzial. Die haben sehr gute Spieler da drin im Kader und so weiter. Und das ist genauso der vielleicht Gegner, wo wir hier einsammeln wir unsere Kräfte und schenken wir ein positives Ergebnis für unsere Fans. Wir können alles gut machen, wenn wir gewinnen und dann mit positiver Laune gehen wir im Urlaubpause oder Winterpause. Wir wissen, wo es lang geht und deswegen da müssen wir einfach zusammenhalten und durchziehen. Ich habe auch Sorge. Wir sind frustriert teilweise, aber genauso ich sehe, dass wir da im Kabinen, dass es die Jungs auch nicht das abhacken und nach Hause gehen. Die sind auch unterhalten über Fußball und die wollen auch sich verbessern. Glauben Sie mich, dass die sind auch ja, sich frustriert, dass so läuft bei uns momentan. Und ich sehe, das ist ganz positiv und sogar muss so sein. Auszeichnung für Alaba. Bayern Münchens David Alaba ist zum vierten Mal in Folge zu Österreichs Fußballer des Jahres gekürt worden. Der 22-Jährige wurde von allen 10 Bundesliga-Trainern seines Heimatlandes auf den ersten Platz gewählt. Die Auszeichnung sei etwas Besonderes für ihn und er freue sich extrem darüber, sagte Alaba. DFB weiter an der Spitze.
Weltmeister Deutschland geht zum zweiten Mal in seiner Geschichte als Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste ins neue Jahr. Im Dezember-Ranking verteidigte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw erfolgreich ihre Spitzenposition vor WM-Finalist Argentinien und Kolumbien. Im Sommer wurde die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal Fußball-Weltmeister und strebt nun als nächstes Ziel den EM-Titel 2016 in Frankreich an.